So, hallo Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen Video auf dem Kanal Ultimate Food Gear auf die Internet. Scherz beiseite, oh, es fängt sehr langsam heute an, wobei wir müssen rausballern. Es wird ein mehrteiliges Video. Ihr habt in der Videobeschreibung schon gelesen, um was es geht. Und zwar Scheiße, ist das Teil groß. That's what she said. Wir packen uns heute eine Fritteuse aus. Also ich packe die für euch aus. Und zwar geht es um die Barcha Snack 3 Plus. Sie ist hier direkt auch wieder seltsamerweise ohne Umkarton gekommen. Aber ich glaube, das ist Standard bei so Profisachen. Okay, ich muss das hier runterliften. Ist das heute eigentlich das größte Unboxing? Oder haben wir schon mal so... Oh Gott, geil. Okay, hier ist es. Huh! Leute, das war jetzt wirklich sehr kraftraubend. Aber es macht nichts, weil mit dieser Fritteuse holen wir uns gleich wieder gut... gute Energie zurück. Moment, ich tu mal... hier die Seitenteile langsam entfernen und jetzt die Kunststoffverpackung. Oh, da ist ein extra Erdungsanschluss. Achso, gut. Um was geht's? Wir haben es gerade schon gesagt, die Barcha Snack 3 Plus Gastro-Fritteuse. Vorweg, das ist quasi Gastro-Qualität. Gastro-Qualität, aber nicht die allerhöchste. Also selbstverständlich muss die über dieser, ihr wisst schon, Haushaltsqualitätszeug sein. Hallo. Echo. Für den Gastrobereich ist es aber relativ günstig. So, zuallererst, warum habe ich mir so eine Fritteuse gekauft? Nummer eins, weil ich gern frittiertes esse. Das liegt ja auf der Hand. Weil frittierte Sachen sind einfach gesünder. Alles, was frittiert ist, ist generell gesünder. Die Größe, weil da halt auch mal Hähnchen reinpasst, ne? Nicht nur so kleine Pommes. Und eben wegen dieser Gastroqualität. Ich hatte schon mein Haushaltsgerät. War nicht so meins und hier, da seht ihr es, ein großer Pluspunkt, der Fettablasshahn. Und generell wegen der Reinigungszugänglichkeit. Also die Geräte sind wesentlich einfacher zu reinigen als eben so Haushaltsdinger. Das ist die Bibel, die Bedienungsbibel. Okay, sehr gut. Leute, erstmal die Fakten. Also das Gerät, Barcha Snack 3 Plus Gastrofritteuse, ist normal an 230 Volt anschließbar. Ich zeige euch mal das Kabel. Das Kabel ist echt, das ist der Wahnsinn. Was ist das für ein Kabel? Ich habe noch nie so ein Kabel gesehen. Ein richtig dickes Gummikabel. Okay, 230 Volt. Und das Heizelement ist herausschwenkbar. Schaut. Und dann haben wir hier für den Ölablass. Okay. Man kann das auch ganz und gar rausnehmen. Schaut. Bam, bam. Ist es raus. Gut. Das haben wir schon mal. Sehr laut ist er auch. Das ganze Gerät ist komplett aus Edelstahl. Ich denke mal, alles aus Edelstahl bis auf den Hahn und die Knöpfe und so weiter. Das ist schon mal sehr gut. Da kann nichts rosten, kann kein Lack abgehen oder sonstige nervige Eigenschaften. Der Beckeninhalt. Da habe ich einen kleinen Fehler unterlaufen. Und zwar ist der Beckeninhalt 9 Liter. Der Korbinhalt hier ist 5,5 Liter. Da kam ich im Gehirn ein bisschen, ich habe ganz ehrlich, ich habe vom Kaufen nur den Korbinhalt gelesen.
Ich habe nicht gewusst, dass da fast 10 Liter reinpassen. Es ist aber gut, weil ihr habt viel heiße Flüssig, viel heißes Fett. Und je mehr Masse heiß ist, desto weniger kühlt die aus, wenn ihr da kalte Lebensmittel reintut. So wie das obligatorische Brathähnli. Frittierhähnli. Oh Gott, ich habe so Hunger. Genau. Es ist sehr groß, man kann da sehr viel drin frittieren. Der Korb, ihr seht, der ist quasi fast quadratisch. Das sind 22 cm, das sind 21 cm und das sind 12 cm. So, dass ihr ungefähr die Abschätzung habt. Sie hat eine Kaltzone. Kaltzone ist diese zusammengepackte Pizza. Nee, Schmarrn, die Kaltzone ist... Die Heizelemente sind so ein Stückchen über dem Boden und darunter ist es kühler. Das heißt, wenn feste Schwebstoffe, die sind ja schwerer, die fallen runter und dann bleiben die unten, weil es da unten kalt ist. Das heißt, Schmuddelkram ist, also halt Gewürze oder sowas, fummelt dann nicht so im Fett rum. Deswegen ist das Fett obendran dann eher sauberer. Ihr seht, nur Vorteile. Ich mache das wieder zu, weil es so halt. Sie hat den Fettablasshahn, davon habe ich ja schon erzählt, dass ich es so geil finde. Hier mit so einem Drücker, na, auf, zu. Einfache Geschichte, da muss man das Ding nicht voll mit Fett transportieren, falls man es transportiert. In der Gastro wird es wahrscheinlich immer stehen bleiben. Für den Hausgebrauch wisst ihr, dass man das dann wegstellen muss. Der Temperaturbereich, der hier oben über so einen Nupsi, geht von 50 bis 190 Grad. Und wie schon gerade gesagt, müsste man damit auch so wie zubereiten können, wenn wir sagen 70 Grad. Kontrollleuchte hat sie hier. Ein, aus und aufheizen. Also ihr kennt es vom Herd, dann ist das ist dann, bis es so die Temperatur hat, zeigt es das euch an. Also alles ganz einfach. Dann haben wir hier einen Schalter, on-off. Der ist absolut, der ist mega. Der ist äußerst professionell mit so einem Faltenbalk. On-off, ey. Drin rumgedrückt. Ja, und ihr habt das Kabel schon gesehen, weil es so ein dickes Kabel ist, da wollen 3,3 Kilowatt durch. Das heißt, ich habe es gerade eben von einem Profi berechnen lassen. Das sind so ungefähr 14, noch was Ampere. Das heißt, an der gleichen Dose könnt ihr euch nicht mehr die Haare föhnen. Das wäre eventuell kritisch. Gewicht haben wir alles zusammen, 6,2 Kilo. Fühlt sich weniger an, ehrlich gesagt. Fühlt sich an wie 3 Kilo, aber gut, wir haben 6,2 Kilo. Der Preis, UVP, liegt bei 205 Euro. Das ist verdammt, es fällt mir jetzt das ein. Ich weiß auch nicht, was so eine normale Fritteuse kostet. Ich denke mal 130. Keine Ahnung. Ich habe nie geschaut, was eine handelsübliche Haushaltsfritteuse kostet. 205 Euro ist natürlich ein Wort, aber ich habe die für 268, 265 so bekommen. Muss mal gucken, wenn ihr jemanden kennt, der in der Küche arbeitet, kann er euch die bestimmt für 150 oder 140 besorgen. Oh, habe ich ganz vergessen, den Dylan zu fragen. Tut mir leid, aber egal, ich hatte halt Bock auf Frittiertes. Gut, jetzt wisst ihr die Fakten. Würde ich sagen, im nächsten Video frittieren wir einfach mal schnell was. Also das Video ist hier direkt dann gleich hier drin. So, Freunde, jetzt habt ihr gesehen, haben wir mal schnell was frittiert. Das Aufheizen von dem Öl bis auf 170 Grad hat zwischen 10 und 14 Minuten gedauert. Man muss da in Betracht ziehen. Das ist schon sehr schnell. Es ist eine sehr hohe Menge an Öl, die zu erhitzen war. Und es ist draußen ganz schön windig und der Wind ist sehr kalt. Also von daher echt gut. Dann haben wir eine...
äußerst kapitale Menge an Pommes gemacht. Oder Pommes frites oder Fries. Hat wunderbar, wunderbar funktioniert. Abtropfen halt über Küchenpapier. Ja, mir ist noch ein bisschen... Ich bin gar nicht... Ich bin so voll. Ja, es hat schon einen Grund, warum die Tüten nicht so groß sind, die man so kaufen kann. Also ich bin ganz schön voll gefressen jetzt. Was ich jetzt gemerkt habe in dieser kurzen Zeit, die Fritteuse ist sehr hoch. Wenn die bei euch einen dedizierten Platz bekommen, dann sollte man das mit einbeziehen, dass man den Tisch, worauf die steht, ein bisschen niedriger macht und so. Weil, ja, es ist halt anstrengend, so weit oben zu hantieren. Dann, wenn sie steht und wenn Öl drin ist, dann ist das erstmal so. Also okay, wenn es kalt ist, kann man sie noch ein bisschen bewegen. Aber das Öl ist ja von der Viskosität echt ganz schön nah an Wasser. Und es ist unangenehm, in einem eckigen Bassin oder eckigen Behälter eine Flüssigkeit zu transportieren. Das ist wirklich nicht schön. Von daher aufstellen, sicher gehen, dass die da bleibt, dann Öl reinschütten. Ja, dann, wenn sie heiß ist, ist sie heiß. Dann bleibt die auch erstmal heiß. Das ist ja auch der Vorteil von dieser großen Ölmenge. Ich habe mal probiert, was abzulassen, so über den Hahn. Es dauert sehr, sehr lange, weil ist ja unten so ein Schutzgitter drin, damit das schon, also damit safe rauskommt. Also damit da keine Schwebstoffe, keine allzu großen Bröckchen mit im Öl sind. Es dauert sehr lang. Da muss man sich eine Vorrichtung bauen, dass man die Flasche drunter stehen lässt oder halt einen Kanister oder sowas. Ja, ansonsten Bedienelemente top. Der Korb wird ja innen drin auf den Heizelementen abgestellt, anstatt so reingehängt wie bei anderen Fritteusen. Habe ich jetzt weder Positives noch Negatives zu sagen. Der Griff ist starr, wenn er mal eingeklemmt ist, ist er starr dran und nicht wie bei diesen Haushaltsgeräten so abklappbar. Sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass es von der Verstauung her dann ein bisschen mehr Platz in Anspruch nimmt. Habe ich nicht bedacht. Der Deckel ist nur dazu da, zum Lagern oder so, damit da nichts reinfällt. Also wenn ihr jetzt eine Imbissbude habt, aber dann ist das eh alles ganz anders. Weil wenn er drauf ist und ihr frittiert, dann kommt so Schwitz. Also das Wasser kann da nicht abhauen. Ne? Also ich denke, den eher unten lassen. Ja, ansonsten, bisher, es hat halt erst einmal frittiert. Ich finde, das Ding ist gut. Der Preis ist wahrscheinlich schon echt gerechtfertigt, weil es ist ein namhafter Hersteller und so weiter. Ich freue mich jetzt auf noch viele ausschweifende Frittiertage. Och ja, genau, die Menge. Ihr könnt damit, also kennt ihr bestimmt, wenn ihr jetzt Gäste habt oder wenn ihr Familie habt und es soll Chicken McNuggets, wie heißen die, Chicken Wings oder Pommes geben oder Kroketten, dann muss man das so in Etappen machen. Und da habt ihr halt echt, ihr könnt da mehrere Portionen auf einmal machen. Also Kumpel hat gemeint, er kriegt mit 4,5 Liter für 3 Personen Pommes hin. Das sind jetzt 9 Liter. Ne? 9 Liter. Da könnt ihr. Und ein Vorteil, den jetzt alle Fritteusen, also alle Feldfritteusen haben, wenn ihr die selber benutzt, müsst ihr keine EU-Pommes machen. Ihr erkennt EU-Pommes. Die sehen ungefähr so aus. Gut. Ja, Freunde, ich wünsche euch, egal was ihr habt, guten Appetit. Viel Spaß beim Frittieren. Geht auch in der Pfanne oder im Topf. Und ja, würde mich freuen über einen Daumen nach oben, Kommentare, was für ein Gerät ihr habt. Und ja, sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bin dann raus. Tschüss.